Ich glaube, eines dieser Dimension-Dingens-Dinger steuert unsere Zukunft, Sam. Das ist echt merkwürdig. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich das... gibt es denn hier nicht mehr irgendein Symbol? Nofhoff! Nofhoff! Max, sprich Kleiner zu mir. Kumpel? Das ist grossistisch, Sam. Zufällig, was sollen wir denn machen? Ja, und ich sag auch erstmal Hallöchen, meine Käsekätzchen, willkommen zu einer neuen Folge von Sam and Max im Theater des Teufels. Wir sind gerade dabei, hier diese komische, hässliche Maschine. Ich fühle mich etwas verloren. Ich auch. Ich will unbedingt diesen rotantischen Zerstörer finden. Genau, wir müssen. Ja, ist der ich Meister. Ich frage mich, wer hinter diesen Simulacra steckt. Doggelgänger. Paperweight. Paperweight benimmt sich außerordentlich verdächtig. Ja. Ja, aber er ist nur ein Handlanger dieses penetranten Dr. Norrington. Okay. Halt die Ohren steif, kleiner Kumpel. Das ist nicht direkt meine Stärke, Sam. Was? Seine Ohren steif halten? Naja, gut. Achso, ich wollte teleportieren, ich Trottel. So. Teleportation. Wir müssen halt so, sozusagen... Ja, es sind ja eigentlich vier Nummern, ne? Theoretischerweise könnten wir hier irgendetwas finden. Wir gucken mal uns durch. Wir gucken mal, ob wir vielleicht irgendwelche Zahlen finden. Betrachte die Doppelgänger. Obwohl sie auf einem Spielzeugraubzug sind, der ohne Zweifel das Ende der Welt herbeiführt, bin ich wirklich stolz zu sehen, wie sorgfältig meine Klone bei der Arbeit vorgehen. Ich wette, Mama Bosco könnte uns helfen, das glitzernde Reich der plappernden Eingeweide zu finden. Ja, das Problem ist bloß, wie soll sie uns denn finden? Was machen wir? Ja, hallo. Untersucht mal das Rolltor. Hey, ihr blöden Penner. Ich bin immer noch hier drin mit dem Spielzeug. Spielsachen. Gut. Haben wir hier jetzt hier irgendwo... Wie sind jetzt sieht so aus, als hätten die Klone diesen Haufen Müll schon durchsucht. Ha. Untersuche Rolltor. Ich würde lieber nicht dahin gehen. Was haben wir noch hier? Hey, BB. Ich vernichte euch mit Güte. Nee, da haben wir auch schon alles weg. Blaster. Jetzt bin ich der Tod geworden. Ja, cool, dieses Gehe. Nee, wir gehen nicht einfach die Straße entlang. Whee! Können ja auch nicht. Hallo? Immer noch zu. Dass die das auch nicht merken, dass wir da so umherlatschen. Gibt's hier nicht mal. Hier ist doch was mit einer 1, ne? Sals Zeichnung von Opa Stinkys geliebter umgedrehten Kuchenüberraschung ist erstaunlich akkurat. Wir sollten das fotografieren, bevor es vom Regen weggespült wird. Haben wir doch schon. Was können wir denn noch machen? Wir könnten theoretisch noch eine Teleportation, wo wir noch nicht wieder waren, wäre... Ach, wir können auch gar nicht mehr zu Opa Stinky. Boskotec, er hat irgendwas mit Dings. Aber es muss ja irgendwie einen Tipp geben. Weißt du was? Ich glaube, wir sollten das nächste Mal nur eine der Einstellungen ändern und schauen, was dann anders ist. Eine Einstellung ändern, okay. Er gibt uns ja schon die Tipps. Eine Einstellung ändern. Also bedeutet das, wir haben 1, 1, 1. Dann haben wir die 1 und nehmen wir die 2. So. Ich habe Sam nicht so flennen sehen, seit sie mein Name ist Earl abgesetzt haben. Also wir müssen seine Zukunftsvision immer... Dein Gift wirkt schnell. Drum sterbe ich mit einem Kuss. Ja, das haben wir doch schon gesehen. Sam wird in der Zukunft nicht gefressen. Er schwärmt nur für eine Holde. Aha, so ist das. Wenn ich das noch heute... Ja, du darfst es noch häufiger machen. Wir gehen jetzt mal zur 3. Ha!
Diese Mönche wussten ernst, wie man kann es sein, dass du das Gefühl hast, in Zukunft von einem Biest gefressen zu werden? Ja, es könnte gut möglich sein. Komm. Dein Gift wirkt. Nein, das ist wieder das Giftkram. Okay. So. Gut, da haben wir die Option schon mal weg. Nehmen wir die noch. So. Ah, meine Augen! Oh, da war irgendwas schon. Sam? Bedrängt von irgendwelchen Visionen von Insekten und oder Arachniden? Das werden wir ja gleich sehen. Dein Gift wirkt schnell. Drum. Nein, es ist immer noch das. Aber es hat irgendetwas schon gemacht. Das nächste Mal, wenn du dich mit diesem Destabilisierer elektrisierst, hoffe ich, dass du in einer Dimension landest, in der dein Hirn voller Käfer ist. Gut, probieren wir nochmal die drei. So. Kein Lichtblitz zu sehen. Ah, der Lichtblitz war ja eben da, also. Dein Gift. Also der Lichtblitz ist schon mal da. Sam wird in der Zukunft. Heul nicht. Also die zwei, die stimmt hier schon mal. Also gehen wir jetzt mal hier noch hin. Ich habe Sam nicht so flennen sehen, seit sie mein Name ist Earl abgesetzt haben. Ja, dann kannst du die Sprüche dir mal sparen. Gewaltig episch, aber kein Untier in dieser Zukunft. Mann. Gut, die Option haben wir, aber den Lichtblitz haben wir schon mal. Don't touch. Hä? Gut, egal. Wir drücken einfach mal. Ah, meine Augen! Presentation, warum hängt da der Zettel? Naja, egal. Was zu? Don't touch. Fade. Hast du Angst? Okay. Dann nehmen wir halt mal die Option noch. Da schenkt nämlich noch ein Zettel. Da hängt nämlich schon ein Zettel. Also den Lichtblitz haben wir auch. Was? Sam, kann das sein, dass du das Gefühl hast, in der Zukunft von einem Biest gefressen zu werden? Ich glaube, der war langsam bekloppt. Die Dimension. Ich sehe da ziemlich verbiestert aus. Vielleicht zählt das ja. Kann man die Gedanken mal lesen? Ich will das wissen. Dachse? Okay. Der hatte mal zu einen Zettel. Mhm. Emotional State. Don't touch Fate. Okay. Also hier stimmt das schon mal. Also müssen wir jetzt noch mit den beiden. Er hatte vielleicht kann ich ja eine Armee von Antiklonen erschaffen. Das stimmt auch. Also kann das ja nur mit dem Gelben hier zusammenhängen. Müssen wir mal gucken. Er hatte jetzt hier Zettel. Ah, meine Augen! So. Sam, bedrängt so. Von irgendwelchen Visionen von Insekten und oder Arachniden. Auch immer wieder er. Hat er einen Zettel? Nee, hat er nicht. Also die zwei stimmen schon mal. Also müsste... Jahre später wurde er von einem Monster gefressen. Ah, also geht nur noch, weil der geht ja nicht mehr. Also
kann er ja das nur noch die 1, 2 oder die 2 oder die 3 sein, würde ich mal sagen. Weil alle anderen gehen ja gar nicht mehr. Ja, wenigstens gab es diesmal einen Lichtblitz. Ja, den gab's schon öfters. So, jetzt gucken wir mal. Wenn nicht, muss es die 3. Es ist wieder er. Aber er hat doch ein Zettel hier. Don't touch presentation steht drauf, okay. Weil das geht alles nicht mehr. Die können wir nicht mehr. Also geht ja eigentlich nur noch die 3. Ah, meine Augen! Wenn wir erstmal rausgefunden haben, wie diese Scheiße funktionieren, finden wir das Kirchenbereich der schlürfenden Nahrungsaufnahme im Handumdrehen. Ja, Sam wird langsam verrückt in der Birne. Ich sehe da ziemlich verbiestert aus. Vielleicht zählt das ja. Gedanke? Dachse? Don't touch presentation steht hier drauf. Also wie... Hä? Die anderen kann ich nicht mehr... Oh doch, die kann ich doch noch. Okay. Warte mal. Okay. Ich sollte bald eine Nummer 3 kriegen. Dieses Jucken macht mich... Ah, es geht jetzt... Ah, deswegen glaube, die Zettel. Kann es sein, dass du das Gefühl unsere Zukunft hast, und das ist ja, bitte. Echt das merkwürdig. Warte, komm, wir gucken mal, was er... Dachse! Er lacht also... Wow. Er hat die emotionale Ebene. Don't touch the emotion, don't touch fate. Also das ist die Angst. Die können wir leider nicht nehmen. Kann ich jetzt einfach hier klicken? Also das geht hier nicht. Hier können wir noch machen. Aber das, der Rest geht hier nicht. Also... Die drei weißt kann... Geht nicht. Also müssen wir die hier nehmen. Weil das Englisch ist, ist es... Fate heißt doch Glaube, Angst. Ich nur den Heisenberg-Kompensator gelassen. Emotional heißt das... Das emotionale Stadium. Okay... Wo waren das jetzt eben drauf? Das war jetzt, glaube ich, bei der 1 oder bei der 2. Wir gehen mal auf die 3, weil das so schön war. Ah, meine Augen! Sam? Bedrängt von irgendwelchen Visionen von Insekten und oder Arachniden? Wir stellen jetzt sozusagen seine Ängste, seine Emotionen ein. Er hat aber bislang immer die gleiche Vision. Okay. Wow. Diese Mönche wussten echt, wie man ein Manuskript zum Erleuchten bringt. Ja, das Problem ist, können wir mal ganz kurz die Option mal hier wegmachen und mal uns das nochmal durchlesen. Mal sehen. Lichtblitz, ein kichernes Reich. Kichernd und von Visionen krabbelnder Käfer. Zerstörer vernichtet Dinge aus den um später von einem Monster. So, die Angst haben wir eingestellt. Das ist, stimmt ja schon. Die Lichtblitz auch, die Emotion auch. Also fehlt eigentlich theoretisch nur noch das Letzte. Das kann ja dann theoretisch nur noch die 1 sein. Kichernd, Lichtblitz, von einem Monster gefressen. Also kann ja nur noch theoretischerweise... Hallo? Jetzt geht's gar nicht mehr? Doch, jetzt wieder. Gut. Er hat ein wenig gehangen.
Gut. Vielleicht kann ich ja eine... Wenn es nicht so englisch wäre. Ich glaube, wir haben es. Ach, super. Sam wird von unaussprechlichen Grauen in den Wahnsinn getrieben. Ach, dann muss ich mir wohl auf Facebook einen neuen Partner besorgen. Nein, mir geht's gut. Ich wusste nur gerade... Mann, dieser Super Bowl ist vielleicht eine Stimmungskanone. Was? Oh ja, schau dir mal dieses Dingelchen an, das ich aus dem kichernden Reich der schlürfenden Nahrungsaufnahme mitgebracht habe. Guck dir mal den schwebenden Zettel an. Der Zerstörer aus den Dimensionen der Finsternis, über den sich Norrington ausgelassen hat? Da gibt's nur eins. Treten wir irgendwas aus den Dimensionen der Finsternis so richtig in den Hintern? Oh ja, das werden wir machen. Okay, und was können wir mit diesem Roboter machen? Dem Finsternis. Komm, so. Der Roboter, aktiviere chronischen Zerstörer. Ich sollte bald einen Körper kriegen. Dieses Jucken macht mich verrückt. Mir und mich erst. Ja, gut. Ich sag jetzt auch erstmal, schau und miau. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Sam & Max im Theater des Teufels wieder. Ja, also dieser Part war mir der rätsellastige Part. Oder vielmehr der Probierpart. Vielleicht naja. Kann ich ja eine Armee von Antiklonen erschaffen. Auch egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.